Idiot. Das Militär interessiert sich nicht hierfür. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us Part 1. So, wir müssen uns durch die Kollegen hier durchschlagen. Ja, du stehst jetzt hier gerade rum, aber der dort hinten sieht uns doch, oder? So, warte mal, den können wir auf jeden Fall lautlos. Ja, da hinten kommt aber gleich der nächste. Dann würde ich sagen, verstecken wir uns mal hier. Wir könnten natürlich jetzt unsere Lauschdistanz erhöhen. Dann wird man die wahrscheinlich sehen. Heiltempo könnten wir erhöhen. Fertigungszeit. Ja, komm, wir nehmen mal Lauschmodus-Distanz hier. Dann müssten wir auf jeden Fall den ein oder anderen mehr sehen. Okay, warte mal, du rennst dort rum. Aber hier hinten habe ich auch einen reingehen sehen. Unten, hier hinten habe ich eigentlich auch irgendwo einen reingehen sehen. Da rennt er nämlich rum. Der kommt nämlich jetzt zu uns hier hinter. Oder ist der noch weiter weg? Okay, Nummer 2. Da bin ich voll. So, hier kommt jetzt gerade keiner. Okay. Ah, hier kann ich was einsammeln. Sehr gut. Wir brauchen die Fireflies nicht. Sie mögen den Kampf begonnen haben, aber wir haben die ganze Arbeit gemacht. Auf den Straßen, das ist unser Blut. Ich will den Kampf nicht wie sie auf andere Städte ausweiten. Sie müssen sich der Unabhängigkeit für ihre eigene Stadt verdienen. Und ich befolge bestimmt keine Befehle von irgendeinem Firefly-Anführer, der auf der anderen Seite dieses Landes sitzt. Wir sollten uns ihrer erledigen, bevor der Kampf zu Ende ist. Es ist unser Land, unser Volk. Ich sehe keinen Grund, warum wir nicht auch selbst regieren sollten. Ja. Was hast du nun davon? Guck mal, da vorne ist jemand. Da ist auch einer. Okay, wie kriege ich die zwei ausgeschaltet? Kriege ich die zwei hier ausgeschaltet? Irgendeiner hat mich gesehen hier. Ja. Mal, hier hinten ist noch jemand. Okay, bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut hier. Die Frage ist, wie viel sind das noch? Irgendeiner war hier vorne noch. Da steht noch jemand. Okay, warte mal.
Wie kriege ich den hier? Bis dort hinten rum. Okay, da ist noch einer. Er ist hier drinnen. Mal, pinkelst du gerade hier? Okay, bis jetzt sind wir wirklich richtig gut hier durchgekommen. Okay, Munition. Wo genau ist hier noch jemand? Da ist dort vorne noch jemand drin oder hier oben? Okay, Teile haben wir bekommen. Den haben wir ja platt gemacht. Da oben ist noch einer. Wie komme ich zu dir dort hoch? Okay. Wo rennen jetzt noch welche? Da ist noch einer. Okay, da. Da und hier hinten. Doch, Deckung, rücke vor. Ich pass auf. Okay, warte mal, da ist Ellie. Hier ist noch einer. Gib mir Deckung, ich gehe an. Ich passe auf. Willst du mich verarschen? Jesus! Okay. Noch mal zwei gewesen. Ist da noch einer?
Es waren zwei weniger, sehr gut. So, da ist keiner mehr, da ist keiner mehr. Da ist noch einer. Okay, komm mal her, Kollege. Komm, komm. Sehr gut. Oh, das waren, glaube ich, alle. Ihr könnt kommen. Wieso ihr? Hm. Du kannst kommen, würde ich sagen. Aber Ellie müsste jetzt eigentlich gar nicht schießen. Wie war ich? Wie wär's mit etwas in deiner Größe? Das ist nur für den Notfall. Okay. Ach, Joel. Okay. So, die ist gesichert. Weißt du, wie man sie entsichert? Weiß ich. Okay, du musst Respekt haben. Das ist kein... Joel, ich passe auf. Okay. So, finden wir hier noch irgendwas? Wer hat jemand gespielt? Also ein paar Gegenstände und vielleicht sogar noch das... Ein oder andere Munition wäre nicht schlecht. Eine alte Säge braucht man nicht. Oder könnte man auch noch theoretisch gesehen was sehr Gutes daraus bauen. Jetzt mach dein Ding, Ellie! Okay. Die blöde Kette klemmt. Warte. Mach ich. So. Gut. Gute Idee. Oh, er hat sie mal gelobt. Es wird. Da lag noch ein Teil rum. Moment. Wegziehen weiß ich nicht genau. Obwohl, vielleicht brauchen wir das da drüben. Wir brauchen den Wagen da drüben, ja. Hilf mir mal damit. Hier. Oh. Ich habe ihn. Okay, da drüben ist sogar noch mal eine Werkbank. Und noch ein paar Pillen. Könnte ich theoretisch gesehen noch was ausbauen? Okay. Ich weiß es nicht. Was verbessern? Besser gesagt, nicht ausbauen. Beim Revolver die Kapazität. Hier geht nichts. Hier könnte ich einen Rückstoß nochmal. Hier der Reichweite und das Zieltempo nochmal erhöhen. Hallo, ich wollte hier eigentlich nochmal ran. Okay, dann an die Arbeit. Beim Revolver könnte ich vielleicht noch was Kapazität, Feuerrate und dann nur das Nachladetempo. Okay, warte mal, Nachladetempo, Schussfolge. Magazinkapazität plus 2. Das könnte ich und dann kann ich vielleicht Magazinkapazität auch noch mal ein bisschen erhöhen. So, 2 Kugeln mehr. Jetzt habe ich sowieso nichts mehr. Okay. Dann sind wir hier erstmal fertig und wir können weitergehen.
Aber ich denke mal, da werde ich fast nichts mehr finden. Scheiße, runter, runter. Was machen wir? Gar nichts. Ziemlich viel los, was? Was soll's? Ist kein Essen. Und ein paar Schuhe. Die haben nichts. Gehen wir. Warum haben die aber einen Panzerwagen? Wahnsinn. Das heißt, wir sollten die Straßen lieber meiden. Ich weiß. Aber... Oh Mann. Gehen wir zur Brücke. Okay. Komm schon, Ellie, wir müssen hier weg. Wir dürfen uns nicht mit dem Panzerwagen anlegen. Wenigstens haben sie die beiden getötet. Scheiße, Joe. Ich dachte, sie hätten es aus der Stadt geschafft. Jetzt müssen wir noch die zwei auf den scheiß Pickup finden. In dem Truck muss eine ganze Armee sein. Wie haben die es geschafft, die Crew da drüben auszulöschen? Suchen wir weiter. Ich will vor, dass wir auf der Stadt sein. Hey Kollege, komm mal her. Und weg damit. Und ein bisschen Munition austauschen. Du musst trotzdem wachsam bleiben. Ich meinte nur, es ist gut, dass du bei mir bist. Das war ein Kompliment. Das hört man gerne. Okay, Messer und so braucht man jetzt eigentlich nicht mehr. Gegen die menschlichen Gegner, da helfen eigentlich nur die Granaten und so. Richtig gut. Okay, warte mal. Da geht's weiter. Das haben wir. Da ist nichts drin. Okay. Aber hier liegt noch ein Zettel, den wir auf jeden Fall lesen werden. Wir haben sie in die Flucht geschlagen. Ein Großteil ihrer Streitmacht zog sich zur Liberty Avenue zurück. Um Mitternacht schlagen wir zu, trommelt alle Kampffähigen zusammen, bewaffnet sie. Wer noch stehen kann, kann auch kämpfen. Jeder, der sich weigert, mit uns zu kämpfen, wird vertrieben. Jeder, der die Armee unterstützt, kann ein Exempel statuieren. Heute Abend werden wir diese Tyrannei ein Ende setzen und ein neues eigenes Leben beginnen. Tja, das ist gar nicht so einfach, denke ich mal. Okay, warte mal, da geht's runter. Hier hinten geht's nicht rein. Okay, gut. Okay, Ellie, dann komm mal. Ich gucke aber nochmal hier in den LKW vielleicht. Ah, gut. Da gibt's so erstmal nichts jetzt. Wolfsdämmerung Teil 2. Okay, hier sind erstmal keine. Was ist mit der Market Street? Ja, das haben sie gerade durchgezeichnet. Ich hoffe, dass die Eindringlinge sich zeigen. Mist, sie müssen ja irgendwo auftauchen. Das wird wohl dein Glück sein.
Mal, wir können. Im oberen Stockwerk ist einer da oben. Ja, ich sehe ihn. Deckung. Okay, wir können aber hier durch. Das heißt aber auch, dass wir nach oben müssen. Das war knapp. Oh mein Gott. Gleich hier! Oh shit. Da wird nicht noch einer kommen, Ellie. Okay, warte mal, dort unten. Oh, der ist sogar hochgekommen. Ah, das war's mit dem erstmal. Da sind noch zwei und da ist noch einer. Und der jetzt lang gekommen, ja. Okay, wir müssen runter. Da ist einer und dort hinten ist noch einer. Okay, der ist auch weg. Es ist nur noch einer eigentlich. Zwei, da drüben ist auch noch einer drin. Okay. Okay, jetzt sollten wir aber alle erwischt haben, denke ich mal. Ertragen und überleben. Was? Ach ja, diese Comic-Geschichte. Okay, 6 Schuss im Revolver noch. Du hast natürlich nichts dabei und du hast auch nichts dabei. Großartig. Die Läden habt ihr auch ausgeraubt hier. Na, warte mal, da ist noch was zum Öffnen. Das Eimer Schrotflinte ist voll, ne? Ja, Schrotflinte ist voll. Hier ist auch ein Zettel, okay. Wir haben die Stadt nach Überlebenden abgesucht. Im Hotel haben sich ein paar Soldaten versteckt, um die wir uns gekümmert haben. Eine Gruppe von uns hat ihr Lager überfallen oder vielmehr das, was davon übrig war. Die meisten großen Maschinen sind durch den Kampf im Arsch. In absehbarer Zeit können wir also nicht auf Panzer fahren. Die schwere Artillerie kann man auch nicht mehr retten. Die einzige Ausnahme ist ein Humvee. Wir konnten ihn reparieren, inklusive eines Kaliber 50 Geschütz. Dieses Ding ist undurchdringlich. Ich bin gespannt, ob sich da noch jemand mit uns anlegt. Na, großartig.
Hier ist aber auch alles geplündert, ne? Was zum Essen? Mann, das war wohl das Ende dieser Zone. Ja, in jedem Kampf gibt es Verlierer. Und wenn Sie Familie haben? Jeder hat eine Familie. Denkt nicht darüber nach. Wie soll das gehen? Tja, Ali, das ist Sturm für den Frieden. Hey, hilf mir hoch. Okay, warte. Oh, Moment, Wind. Wenn es da weitergeht, würde ich gerne noch in die Tür hier hinten reinschauen, was sich dort befindet. Okay, da brauche ich jetzt wahrscheinlich ein Messer, ne? Ja. Na bitte. Okay, ein paar Pillen, sehr gut. Und Munition. Wunderbar. Das heißt, die Waffe können wir komplett nachladen. Hier haben wir eh nur noch 6 Schuss. Und ich kann wahrscheinlich, ja, ein neues Messer fertigen, aber ich würde erstmal eher das fertigen vielleicht. Da reicht's nicht, da reicht's nicht. Ja, hier könnten wir nochmal. Voll ausgerüstet, okay. Sieht doch gut aus. So, und dann werden wir uns um Ellie kümmern und ihr da nach oben helfen. Und dann sollte eigentlich die Treppe nach unten gezogen werden. Na bitte! Sehr gut. Wir sind fast da. Tja, aber ein Stückchen haben wir noch vor uns. Ein Stückchen haben wir noch vor uns. Ein alter Parkplatz. Da ist noch eins. Ach, ein Plakat. Die Poster sind überall. Ich hab den gesehen, kurz vor dem Ausbruch. Ach ja? Schlitzt er sie am Ende komplett auf? Niemand wird aufgeschlitzt. Das ist ein Teenie-Film. Wer hat dich da reingeschleppt? Keine Ahnung. Gehen wir durch die Gasse. Oh, der verdammte Truck. Schon gut. Bleib nur in Deckung. Nein. Weiter. Ich weiß nicht, 20? 25, Mann. Schwachsinn. Ich schwör's. Du hast 25 von den Grenzen. Ja, 24. Okay, wir bekommen es wieder mit Menschen zu tun. Das machen wir aber erst im nächsten Part und ich hoffe, der Truck erwischt uns nicht. Also schaltet wieder ein. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.